Warum sind Menschen ohne Ziel eine Gefahr für dich? Oder anders gesagt, warum solltest du dich vor diesen Menschen hüten? Das wird heute meine Aufgabe sein, als Geschäftsführer für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, dir ein paar Gründe zu zeigen, weshalb dieser Spruch so wahr ist und dir geschäftlichen Schaden bereiten kann. Schauen wir uns das nun am Beispiel von Hugo an. Hugo ist genauso wie du motiviert, dass er auf etwas hinstrebt, sich auf etwas hinzubewegt. Man nennt diese Art der Motivation Appetenz. Und genauso hat auch Hugo auf der anderen Seite Motivation, dass er sich von etwas wegbewegt. Nun, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn Hugo tatsächlich keine Ziele hat. Sprich, er hat nichts, was ihn irgendwie motiviert, in die Zukunft auf etwas hinzustreben. Welche Nachteile hat das? Nun, der erste Nachteil ist, dass Hugo für dich unberechenbar wird. Das heißt, heute sagt er so, ja, wir arbeiten zusammen. Morgen sagt er so, ach, mir ist etwas Wichtiges dazwischen kommen. Übermorgen sagt er, ja, wir können zusammenarbeiten, du kannst dich auf mich verlassen. Und in 4 Tagen sagt er wieder, ich habe was ganz Neues kennengelernt oder ich fühle mich gerade nicht so. Oder Hertha spielt oder es gibt gerade einen neuen Kinofilm oder mir ist gerade ein Strategiespiel unter die Finger gekommen, das muss ich erstmal zu Ende spielen. Wenn du also Menschen hast, die hier keine Ziele haben, die sagen, ich habe nichts, was ich auf 3 oder 5 oder 7 Jahre anstrebe, wie möchtest du dann wissen, dass dieser Mensch seinem Weg und auch diesem Weg mit dir treu bleiben wird? Die große Gefahr also bei Menschen, die keine Ziele haben, dass die jeden Tag einen anderen Kurs nehmen. Und wenn du dein Geschäft gründest, wenn du mit Menschen zusammenarbeiten willst oder auch mit Lieferanten oder mit Stammkunden, nun, ich denke, dann wünschst du dir Partnerschaften, die über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte gehen. Achte also als allerersten Punkt darauf, Menschen danach zu fragen, ob sie Ziele haben, welche Ziele sie haben und wie lange diese Ziele auch in die Zukunft gehen. Denn klar ist, wenn jemand zu dir wie folgt sagt, mein Ziel ist es, innerhalb der nächsten 10 Jahre ein Unternehmen aufzubauen, das die Probleme der Menschen in dieser Branche löst. Und das werde ich nicht nur alleine machen, sondern ich werde all meine Ressourcen und meine Zeit, 40, 50 Stunden über Jahre in die Firma investieren, damit dieses Unternehmen wächst und vielleicht Marktführer wird, nun, dann hast du einen ganz anderen Geschäftspartner an deiner Seite, der solche Ziele, klare Visionen hat, als jemand, der sagt, nun, also heute fühle ich mich richtig gut, mit dir zusammenzuarbeiten und ich glaube, das wird eine tolle Sache und ich freue mich schon, das Geld, was wir verdienen, auszugeben und dann schauen wir mal, ob wir morgen anfangen können. Nun, die zweite Person, die ich jetzt gerade gespielt habe, die wird vielleicht morgen gar nicht erscheinen, zu spät kommen oder sie wird sich nicht so fühlen. Vielleicht wird sie eine leichte Krankheit haben, das erste Problem haben, die BVG streikt oder das winterliche Wetter ist schlecht und schon ist die Person aus deinem Leben und macht etwas ganz anderes. Also checke die Ziele deiner Menschen und nun entscheide selbst, ob du mit den Zielfreien arbeiten willst oder nicht. Es gibt aber noch eine zweite, viel größere Gefahr, wenn Menschen hier in diesem Sektor absolut zielfrei sind, wenn sie also keine Hinzu-Motivation haben. Nun, diese Menschen sind dann meist motiviert durch Weg von, durch Aversionen. Nun, was sind nun aversive Gefühle? Das ist, ich mag es nicht, also ein Nicht-Mögen. Das geht über nicht lieben, nicht gerne machen, das geht bis hin zu Angst haben, das geht bis zu Furcht. Und schließlich zu Wut und Panik, Kampf und Aggression. Nun, die Herausforderung bei solchen Menschen ist, die keine Ziele haben, dass sie in der Regel keine Antriebsenergie haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Mitte einfach mal die Antriebsenergie hineinzeichne, dann bist du, genau wie ich, zwischen 0 und 100 motiviert. Und wenn wir keinen Grund haben aus Zielen, aus der Zukunft, wo wir hinstreben, und wenn wir keinen Grund haben aus der Aversion, wovon wir weg wollen, uns zu bewegen, dann ist unsere Antriebsenergie in der Regel niedrig. Wir sitzen auf der Couch und wir fühlen uns schlecht. Wir sind vielleicht in der kurzen Depression oder zumindest nicht im Flow. Überwiegend vielleicht sogar im Stress oder boring out, wir sind gelangweilt. Das bedeutet, dass wir Menschen Gründe brauchen, wo wir hinstreben oder wo wir von wegstreben, um motiviert zu sein. Nun, und die zweite große Gefahr ist, dass du in das Leben dieser Menschen trittst, dass du etwas machst, worauf andere Menschen, worauf Hugo beispielsweise neidisch ist. Oder dass du etwas machst, dass du seinen Namen auf der Website nennst, ohne dass er gefragt worden ist. Oder
irgendein Versprechen du abgegeben hast oder Hugo ist dein Nachbar und du bist zu laut oder er ist dein Geschäftspartner und kommt nicht zur Arbeit, hat aber keine Ziele und du musst ihn rausbekommen aus deiner Firma, dann wirst du in seinem Leben einen Grund, gegen den er kämpfen kann. Dann wirst du im Leben von Hugo mich genau der Grund, weshalb er ärgerlich wird, weshalb er Hassgefühle, Neidgefühle produziert und anfängt, dich zu bekämpfen. Das bedeutet, Menschen, die keine Ziele haben, sind häufig geneigt, nicht für etwas zu sein, sondern gegen etwas. Und im schlimmsten Fall bist du genau diese gegen etwas Person. Dann wirst du zum Trigger von Hugo und Hugo ist endlich motiviert, auch wenn es ein unschöner Grund ist, wenn es ein Weg-von-Grund ist, geht trotzdem bei Hugo die Motivation auf 90% oder 100%. Das sind die Menschen vielleicht, die du kennst, die Verschwörungstheorien hinterherrennen oder der böse Staat oder die Menschen da oben oder die Reichen oder die Kapitalisten, die Unternehmer, die was wegnehmen. Die haben nichts im Leben, wofür sie kämpfen. Die kämpfen gegen etwas. Und die große Gefahr ist, wenn du diesen Menschen triffst, wenn du diesen Hugos der Welt entgegen sich stellst, dann kann es sein, dass du der Träger wirst, weshalb die Menschen auf einmal motiviert sind, die dich lebenslang mit all ihren Mitteln bekämpfen, die intervenieren, die dich mobben, die schlecht über dich reden, deinen Status runterreden und letztlich nur neidisch sind, eifersüchtig sind oder zielfrei sind und du bist sozusagen die Droge für deren Leben. Zusammenfassend können wir sagen, dass Menschen ohne Ziele zwei große Nachteile haben, zwei Gefahren lauern. Erstens, sie sind unberechenbar. Heute hü, morgen hot, ich fühle mich nicht so, heute fühle ich mich so, ich fühle mich gar nicht, mache ich nichts. Solche Geschäftspartner wünsche ich dir nicht nur, ich warne dich sogar vor solchen Menschen, die dann nach Wochen weg sind, die bei der ersten Krankheit aufgeben und sobald es schwierig wird, nun, nicht mehr gesehen sind. Und die zweite große Gefahr ist, dass diese Menschen, die keine Ziele haben, häufig ihre Lebensmotivation nicht aus einem Hinzu, sondern aus einem Weg von holen und im schlimmsten Fall wirst du der Weg von Adressat, der bekämpft wird, der das Übel, die Wurzel des Übels in deren Leben darstellt und das, was du dir sicher sein kannst, dass du dann einen negativen Fanblock den Rest deines Lebens hast, der dich beneidet, der eifersüchtig ist, dich bekämpft, mit dir all den Mitteln sein gesamtes Leben darauf setzt, dich zu bekämpfen. Entscheide nun selbst, was du mit diesem Menschen machst. Nun, du wirst dir wahrscheinlich wenig ändern können, aber was du ändern kannst, ist deine Beziehung zu diesen Menschen. Du kannst das Gleiche machen, was im Verein passiert, wenn jemand seine Mitgliedsgebühren nicht bezahlt. Nun, er wird gekündigt, er wird aus dem Club entfernt. Und du hast auch deinen Club deines Netzwerkes und du kannst dich von diesen Menschen trennen. Du kannst eine schriftliche oder eine mündliche Kündigung aussprechen und die Zukunft ohne diese Menschen verbringen. Nun, woran kannst du Menschen unterscheiden, ob sie nun Ziel haben oder nicht? Denn die Worte sind es wohl kaum. Es gibt viele Menschen, die haben viel Donner im Mund, aber wenig Blitz in der Hand und machen etwas. Und deshalb ist es interessant, nicht nur zu gucken, was andere Menschen über diese reden, also die Reputation zu erfragen, sondern viel wichtiger sind noch zu gucken, welche Früchte, welche Werke die Menschen die letzten Wochen, Monate und Jahre erbracht haben. Und das geht über den Lebenslauf, das geht aber auch über das Recherchieren im Internet. Und lass dir das von den Menschen zeigen und erklären, was sie gebracht haben. Das ist das Erste. Das Zweite, was du natürlich die Menschen fragen kannst, ist konkret über ihre Ziele. Und Menschen, die noch nicht mal verschiedene Lebensbereiche haben und Gesundheit unterscheiden können von Persönlichkeitsentwicklung, die keine Verantwortung, keine Ziele haben für ihre Beziehung und ihre Zukunft und auch keine beruflichen, keine finanziellen Ziele haben. Nun, da wäre ich hübsch vorsichtig, mich auf diese Menschen einzulassen. Besser wäre es sogar noch, wenn diese Ziele schriftlich abgebildet sind. Und zu guter Letzt kannst du die Menschen fragen, was die Ziele für den heutigen Tag sind. Lass dir einfach ihren Terminkalender zeigen, ob sie sich für den Tag, also für die Gegenwart, schon Ziele gesetzt haben. Und wenn alles drei negativ ist, die Vergangenheit, nichts gemacht, Schlechtes gemacht, auf der Demo nur mit Steinen geschmissen, in der Zukunft keinen Plan, bei den Menschen gibt es nur Privat und Arbeit, mehr gibt es doch nicht. Und wenn du in ihren Tagesplan reinguckst, dass dort keine Ziele sind, dann hüte dich vor diesen Menschen. Ich wünsche nun viel Erfolg mit diesen Tipps bei der Umsetzung und freue mich auf dein positives Feedback. Gerne kannst du den Kanal auch abonnieren und weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen.
Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.